Das Projekt Stark ins Leben ist eine Kooperation der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank mit dem Rheinland-Pfälzischen Ministerium für Bildung. Es bietet die Möglichkeit, vielfältige Sozialkompetenztraining zu besuchen, um sich Stärken und Talente bewusst zu machen und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das Projekt verläuft in mehreren Phasen. In einer Seminarphase zu Beginn verbringen die Schülerinnen und Schüler 1 bis 2 Tage gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und Lehrern in einem Tagungshaus. Die Lehrkräfte erhalten eine Fortbildung zur Durchführung der Seminare. In einer zweiten freiwilligen Workshop-Phase können die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Angeboten Kurse wählen, die sie besonders ansprechen. 4 Gymnasien starten als Pilotschulen und sind an der Weiterentwicklung des Projekts beteiligt. Das Stefan-Georg-Gymnasium, das Gymnasium am Römerkastell, das Lena-Hilger-Gymnasium und die Hilde-Gardes-Schule. Die Entwicklung des Konzepts startete 2013 als Kooperation der Sparda Bank mit dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien im Saarland. Nach einer Pilotphase mit zunächst 3 Schulen nehmen dort derzeit 12 Schulen am Projekt teil. Und 200.000 Euro stellt die Sparda Bank Stiftung für die Testphase von Stark ins Leben in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Wir sind sehr froh, dass die Sparda Bank an uns herangetreten ist und mit dem Vorschlag, das Projekt Stark in Schulen in Rheinland-Pfalz auszuprobieren. Es gibt ja schon Erfahrungen im Saarland, denn dieses Projekt stärkt die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler und ist auch ein Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung und ergänzt in hervorragender Weise die Aktivitäten, die wir in Rheinland-Pfalz in unseren Schulen schon haben. Besonders gut deshalb, weil es auch ein Stück weit außerhalb der Schule stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler profitieren für die Schule, für das schulische Lernen und für die Zeit danach. Sie erwerben Lebenskompetenzen, aber die Veranstaltungen selbst finden auch außerhalb der Schule statt. Und das ist so ein Baustein, der bisher für diese Altersgruppe der 10. und 11. Jahrgangsstufe bisher noch nicht da war. Und es ergänzt die Aktivitäten, die wir in Rheinland-Pfalz haben. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es um die Förderung junger Menschen geht. Das liegt uns sehr am Herzen. Wir haben in der Vergangenheit schon vieles dafür getan und sehen es als eine Notwendigkeit an, in unserem Geschäftsgebiet, in unserer Region, junge Menschen zu unterstützen. Dieses Projekt schafft es, junge Leute in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterzubringen, und ich glaube, das ist ein gutes Investment für uns.